Wir stehen hier vor dem Bronzemodell der Innenstadt Soest, das für Sehbehinderte gegründet wird. Und der Wall schließt dieses Modell ab. Und darum geht es in unserer Aufgabe, die wir uns ausgedacht haben. Unsere Aufgabe lautet Radrennen mit dem Motto Rund um Soest. Und darin geht es um ein traditionelles Radrennen, an dem Fahrradfahrer aus ganz Deutschland teilnehmen. Jedes Jahr, da lässt sich der Veranstalter eine Besonderheit für das Rennen einfallen. Und in diesem Jahr gelten besondere Bedingungen für den Start. Denn das Rennen wird erst gestartet, wenn alle Fahrräder hintereinander auf dem inneren Straßenring Vorderreifen an Hinterreifen stehen. Unsere Frage dazu lautet, wie viele Fahrräder müssen am Start stehen, damit das Rennen gestartet wird? Dafür benötigen wir die Länge des inneren Rings und um diese herauszufinden, haben wir einen Faden genommen und den an einer Karte rund um die Straßenstücke des Rings gelegt. Um nun herauszubekommen, wie viele Fahrräder man braucht, haben wir die Länge des inneren Rings durch die Länge der Fahrräder geteilt und bekamen eine Anzahl von 2308 Fahrrädern heraus. Da blieb nun aber noch eine kleine Lücke und da es ja keine halben Fahrräder gibt, haben wir, um die Lücke zu schließen, ein 18 Zoll Kinderfahrrad genommen. Und somit braucht man mindestens 2309 Fahrräder, um das Rennen starten zu können.